Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Mitte November, Parks und alles haben zu wegen dem Lockdown. Mein Gut, ist eh die Jahreszeit, wo das meiste geschlossen hat, aber die Möglichkeiten etwas zu fahren wird immer geringer. Deshalb bin ich wieder mal bei uns im Wald. Wetter ist schön, Temperatur ist angenehm für Mitte November und ich bin jetzt hier an einem Sprung, den ich mir eigentlich das ganze Jahr schon vorgenommen habe, aber Schisser wie ich bin, habe ich mich bis jetzt nicht getraut und wollte das heute mal probieren. Es gibt ja immer diese Sache, was man dann im Kopf überwinden muss. Ich habe, denke ich, schon größere Sprünge gemacht, aber irgendwie hat der bei mir das jetzt immer im Kopf gesagt, nee, so nicht. Mal schauen, wie es heute wird. Okay, ansonsten werde ich noch so ein klein bisschen hier durch den Wald fahren und ein bisschen Spaß haben. Also, wenn ihr dran bleibt, werdet ihr ja sehen, ob ich es packe oder nicht. So, und da kommt der Sprung. Uiuiui. Und den letzten nehmen wir auch noch mit. Und puh, ins Gebüsch. Die Leine macht ja mal Laune. Okay. Die Leine habt ihr zwar schon ein paar Mal gesehen, aber die macht einfach so Laune. Die kommt jetzt noch mal mit ins Video rein. Das ist der untere Teil von diesem Trail, der, den man sieht. Der obere ist doch ein bisschen versteckt. Gut, dann nehmen wir den auch noch. Also. Gar nicht so einfach mit dem vielen Laub hier. Ja. Okay, das war schon für heute ein kürzeres Video. Wie gesagt, die Möglichkeiten jetzt zu dieser Jahreszeit sind etwas begrenzter und es hat trotzdem viel Spaß gemacht und ich habe endlich diesen Sprung oben geschafft. Bin darüber richtig happy. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da. Ich freue mich über einen Kommentar. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch schon solche Sprünge hinter euch habt, wo ihr länger gebraucht habt für. Und seid ihr neu auf dem Kanal und wollt mehr von mir sehen, Abo-Button drücken. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.